Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Aufzüge kennt man ja mehr aus öffentlichen Gebäuden und Hotels. Ihr, glaube ich, habt die für was anderes angedacht. Die Firma Giedel-Aufzüge aus Feldkirchen bei München baut auch neben normalen Aufzügen Homelifte für zu Hause. Dazu nehmen wir Plattformlifte von der Firma Agitco hier aus Schweden. Ich kann einmal den AHL einziehen, den Agitco Homelift, mit der automatischen mittig öffnenden Tür. Und da können wir eine kleine Probefahrt machen. Gerne. Wie geht das jetzt? Mit dem Drehknopf drehe ich auf die gewünschte Etage, bis die hell wird. Dann drücke ich auf den Fahrknopf. Der Vorteil der Plattformlifte ist, dass sie keine Schachtgrube und keinen Schachtkopf brauchen. Unten verschwindet der nötige technische Aufbau im Fußboden. Oben brauchen wir ungefähr 2,30 Meter Raumhöhe. So, jetzt geht es wieder runter. Der Agitco Plattformlift besticht durch sein Design mit der Designwall, der Schachtbeleuchtung und der Ausführung mit Glastüren. Ist das jetzt auch, wenn Menschen praktisch nicht mehr selber die Treppen gehen können, so auch wahrscheinlich? Genau. Gebaut, oder? Diese Größe ist jetzt der zweitkleinste von der Produktserie. Den gibt es auch so groß bis 1,10 Meter, 40 Innenmaß, dass ich problemlos mit Rollstuhl und Begleitperson fahren kann. Wenn ich so einen Lift haben will, was muss ich denn da am Budget einplanen? Ein Budget beginnt der Lift über zwei Haltestellen ungefähr bei 50.000 Euro. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark.